Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Der Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Meyer Likör. Immer lecker, auf Eis, im Glas oder einfach nur so, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt in der Club-Edition. Den Meierlikör gibt's für 18 Euro unter anderem im Molotow, im Silbersack, bei Old MacDonald und in der Gute-Leute-Fabrik in der Susannenstraße 26. Das war Werbung, herzlichen Dank. Heute befrage ich den Schauspieler Stefan Tölle. Ahoi Stefan. Ahoi aus Altona Nord, lieber Lars. Lieber Stefan, man kennt dich ja aus Nord bei Nordwest und Nord-Nord-Mord. Also es ist schon echt schwierig, die beiden Titel hintereinander auszusprechen. Kommst du manchmal auch durcheinander? Ich komme etwas durcheinander, nur insofern, was die Inseln und die Sender angeht. Aber wenn ich dann über die Fehmarnbrücke fahre, dann weiß ich, bin bei Nord bei Nordwest. Ja. Wenn ich in den Altona in den Regionalbahnen nach Sylt fahre, weiß ich, es ist Nord-Nord-Mord im ZDF. So, bei beiden bist du wieder dabei. Du hast jetzt gerade aber auch noch Stralsund als Dreharbeiten. Wie funktioniert das tatsächlich, wenn man so einfach mal parallel dreht? Also bei mir macht es tatsächlich ganz viel mit dem Kostüm. Ich habe früher ja auch im Theater, wenn ich Sommerfestspiele gemacht habe, und habe mittags Ali Baba gespielt und abends den Adson in Name der Rose, machte es wirklich ganz viel mit dem Kostüm. Und das ist hier ähnlich. Als Polizist Schneider habe ich ja die Uniform und setze mir die Hornbrille auf. Und als Herr Töteberg, der Bestatter, binde ich mir die Krawatte und den etwas zu engen schwarzen Anzug. Und dann funktioniert das. Der Beruf eines Schauspielers ist ja von Warten und viel Unsicherheit geprägt. Das kann man ja bei dir nicht sagen. Also die Unsicherheit finanzieller Natur oder was kommt in diesem Jahr, ist bei dir ja durch die sehr regelmäßigen Auftritte in den beiden Reihen ja eigentlich nicht gegeben. Gibt es trotzdem Ängste, die dich so begleiten? Ja, das sind diese Grundängste, die ich vielleicht von meinem Vater übernommen habe. Also meine Eltern haben sehr früh gesagt, mach, was du willst, aber häng uns nicht auf der Tasche. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert mit meinem Weg. Also ich war ewig lange am Theater. Und na klar hat man so Grundängste, aber ich sage mal, es gibt keinen Grund für mich, dass ich übermorgen mit dem Beruf aufhöre, sondern es geht halt immer weiter. Und dafür rödel ich hier und da und dort und bin eh sehr guter Dinge. Und ich sage mal, solange die Kommissare jetzt bei den Reihen noch Lust haben, und ich glaube, das haben sie, machen wir da auch noch ein bisschen weiter. Und den Autoren noch was einfällt, aber da bin ich auch sehr guter Dinge. So, jetzt bist du aber nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern bist regelmäßig auf dem Rücken eines Pferdes in Bad Segeberg zu sehen bei den Karmai-Festspielen. Wie ist das denn für dich? In Bad Segeberg kriegst du den direkten Applaus oder den Jubel und so weiter mit. Das, was du jetzt drehst, sehen wir dann wahrscheinlich erst im Dreivierteljahr oder Jahr. Was ist denn schöner für dich? Also, das Schöne ist ja, dass man da wirklich so breit gefächert arbeiten kann. Und ich bin ja fürs Theater mal angetreten, also dieser Live-Moment. Ich habe früher Straßentheater gemacht und ganz früh halt mit Theater angefangen. Und das war natürlich auch der Wunsch, auf der Bühne zu stehen und natürlich auch den Applaus zu bekommen im Bestfall. Und das ist schon der riesengroße Reiz, der Live-Moment. Und dass man sagt, ja, verkack's nicht, halt die Leute bei der Stange. Und das ist natürlich toll in Bad Segeberg auch, wo ich diesen Sommer meinen 9. Sommer verbringen werde. Und in dieser Arena ist es einfach beim lauen Sommerabend magisch. Also es ist Mist bei Regen und wir haben dieses Jahr gegen die Fußball-Europameisterschaft anzuspielen. Das ist auch nicht leicht. Das ist ja der natürliche Feind des Theaters, der Fußball. Aber auch da bin ich guter Dinge. Also ich freue mich drauf. Und wir fangen Ende Mai mit den Proben an. Ende Juni ist Premiere mit Winnetou 2. Ja, schauen wir mal. Jetzt hast du schon gesagt, beim lauen Sommerabend ist das super. Jetzt sind wir ja in Norddeutschland und nicht in Neapel. Das heißt, wahrscheinlich ist nur jeder fünfte Abend irgendwie ganz toll. Was ist denn für dich das Faszinierende an den Karmai-Festspielen? Also ich finde es schön, überhaupt im Theater oder auch natürlich in Bad Segeberg ist einfach dieses Theater wunderschön, dieses Amphitheater. Und das finde ich halt das Schöne am Theater, dass man diese Verabredung eingeht, dass sich Leute dafür entscheiden. Und da pilgern sie einfach aus ganz Deutschland hin. Oder auch hier in Hamburg, wenn sich jemand entscheidet, abends ins Theater zu gehen und man geht diese Verabredung ein und die beginnt dann, indem das Licht ausgeht und der Vorhang aufgeht und man geht auf irgendeine Reise zusammen und versucht, die Leute zu unterhalten und kurz irgendwohin mitzunehmen. Meine Schauspielerin hat immer gesagt,
Wenn die nach 4 Minuten denken, habe ich den Herd angelassen, dann hast du verloren als Schauspieler. Wie erklärst du denn wiederum die Faszination für die Zuschauer? Ich lese ja immer wieder von neuen Zuschauerrekorden. Also das sind ganz alte Stoffe, die da inszeniert werden. Das läuft auch schon seit vielen Jahren. Und offensichtlich ist das ja etwas, wo die eine Generation, die jüngere Generation jetzt immer mitnimmt. Also die Vätergeneration das selber schon erlebt hat und jetzt die Kinder mitnehmen. Oder wie funktioniert das? Das ist auf jeden Fall so. Also, dass ich so viele Leute eben auch in meinem Alter kenne, die sagen, ich war schon als Kind da und jetzt fahre ich dahin und dann weiß ich, dann kommt der Adler und dann kommt Winnetou und reitet mit dieser Melodie auf und da passiert einfach was und das ist toll. Also sowohl hinter der Bühne ist es toll, das mitzubekommen, als auch dann im Publikum, wenn man sich auf dieses Märchen einlässt. Du bist ja ein Mann der Nebenrollen. Also ich sag mal, bei Winnetou wird es schwierig, die Hauptrolle zu spielen für dich. Ich meine, mit einer guten Maske würde das auch gut gehen. Hast du gar keine Ambition, richtig mal so auch den Hauptkommissar zu spielen oder ähnliches? Oder sagst du, man muss wissen, wo man hingehört und ich bin der Mann der zweiten Reihe? Also ich fühle mich da sehr wohl in diesem Fach, gerade wo es so ist. Ich sag aber immer, der Tanner zum Beispiel, der Assistent vom Schimanski, das wäre so eine Rolle, wo ich sagen würde, wenn ich sowas angeboten kriegen würde, also der etwas strengere Beamtentyp, etwas korrektere Assistent oder Chef von irgendwem, ja. Oder Martin Brambach, der eine grandiose Karriere gemacht hat, von Soko Wismar bis zum Tatort Dresden, ja, über und so. Du hast gerade gesagt, der natürliche Feind des Theaters ist der Fußball. Fußball und Theater, da schlagen ja zwei Herzen in dir. Denn du bist selber großer Fußballfan, vor allen Dingen vom FC St. Pauli. Bist glücklicher Dauerkarteninhaber. Wie ist denn die Lage für dich jetzt so nach dem verlorenen Spiel am Wochenende des FC? Also irgendwo stand, ich glaube in der Mopo stand, wir halten die Köpfe oben. Und so sehe ich es auch. Also ich nehme das Wort jetzt noch nicht so richtig in den Mund. Man überlegt natürlich, wo sind wir an dem Tag, wo es eventuell passiert? Und wo gehen wir hin, auf den Spielbudenplatz oder vors Knus? Mir ist beides recht. Ja, dann ist es ja irgendwie das dritte Spiel, was jetzt mal nicht zu unseren Gunsten ausgegangen ist. Von daher, ich bin noch ziemlich entspannt. Ganz egal, ob jetzt das Wort Aufstieg oder anderes in den Mund genommen wird. Die Frage ist ja, hier in Hamburg vor allen Dingen, wie kriege ich eine Derbykarte? Also das Spiel ist ein Auswärtsspiel für St. Pauli. Und man hat ja das Gefühl, es gibt so gar keine Chance, eine Karte zu kriegen. Hast du dich überhaupt bemüht oder hast du vielleicht sogar eine Karte? Ich habe keine Karte. Ich muss auch sagen, ich bin nicht so scharf auf dieses Auswärtsspiel. Ich war schon bei einigen Auswärtsspielen, wo man sehr, sehr willkommen ist. Und das bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man das da an der Müllverbrennungsanlage ist. Obwohl ich auch liebe Freunde habe natürlich, die dem anderen Verein zugehörig sind, was grandios ist. Und ich finde es schön, wenn es irgendwie gemeinsam ist. Nee, ich werde das Spiel wahrscheinlich irgendwo draußen schauen. Wir haben ein paar, eben entweder vorm Knust oder im Aalhaus oder im Froggies oder ja. Jetzt ist man sich ja als St. Pauli-Fan häufig gar nicht so sicher, ob so ein Aufstieg überhaupt gut wäre. Wir haben ja durchaus noch die letzte Bundesliga-Saison in Erinnerung, wo es dann irgendwie selbst zu Hause irgendwie ein 1:8 gegen Bayern München gegeben hat. Da war ich dabei, Sicht eingeschränkt, ja. Mit dem wunderbaren Tor von Marcel Eger auf Seiten des FC St. Pauli. Wärst du denn wirklich uneingeschränkt glücklich, wenn der FC St. Pauli es schafft? Also ich wäre schon sehr, sehr glücklich. Und ich glaube auch, ich glaube nicht, wie gesagt, ich bin so ein bisschen zugereister klassischer Modefan. Ich oute mich als solcher und liebe halt Brot und Spiele und finde es grandios, wenn die alle dann kommen. Und ich glaube nicht, dass man mit dieser Mannschaft gleich wieder auf und wieder absteigt. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, es ist halt einfach sehr attraktiv für junge Fußballer, die in dieser Stadt zu arbeiten und Fußball zu spielen und in diesem Stadion mit diesen Fans. Und deshalb kann ja da auch noch was passieren, dass irgendwer kommt. Und also ich glaube nicht, dass man da durchgereicht wird. Du hast die Hoffnung, dass Musiala gar nicht so gerne ein Maßbier trinkt, sondern lieber ein vernünftiges Astra und dann vielleicht zum FC St. Pauli kommt. Da bin ich ganz fest von überzeugt, ja. Dann kommen wir jetzt mal zu Nice oder Scheiß. Was hat dich denn in letzter Zeit positiv oder negativ bewegt? Wer ist dafür verantwortlich und wofür hast du dich entschieden? Positiv oder negativ? Ich habe mich für Nice entschieden als positiv denkender Mensch. Mhm. Und zwar möchte ich mal die grandiose bunte Theaterlandschaft in Hamburg hervorheben, wo wir halt vom kleinen Hoftheater bis zur Hamburgischen Staatsoper
einen bunten Reigen an tollen Bühnen haben, die man besuchen sollte. Und das natürlich jetzt in der Jahreszeit und mit dem Fußball im Hintergrund, dass man sagt, kauft Karten und geht ins Theater. Und ich möchte eins vorheben, das ist das Junge Schauspielhaus am Wiesendamm, die grandioses Theater machen. Also packt eure Kinder ein, macht die Handys aus und genießt das Theater, also den Live-Moment, wo Leute ihrer Arbeit nachgehen. Das werden wir machen, lieber Stefan Tölle. Wir beide drücken die Daumen für den FC St. Pauli, aber auch ein bisschen für den HSV natürlich, weil zwei Fußballvereine in der ersten Bundesliga sind besser als nur einer. In diesem Sinne danke ich recht herzlich und sage Ahoi. Danke dir, Lars. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.